Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder was komplett Neues, was ich noch nie gemacht habe. Ich wurde nämlich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, euch was Neues zu zeigen. Und zwar die hier. Die heißen Moji Pops. Und ich habe interessanterweise nicht nur das zugeschickt bekommen, sondern noch ein zweites Display. Und ich habe schon gedacht, hä, ist das jetzt eine Fehllieferung? Aber das sind zwei verschiedene Sachen offensichtlich. Ich glaube, es sind einfach nur zwei verschiedene Verpackungen. Vielleicht aber auch nicht. Ich werde es gleich rausfinden. Zusätzlich gibt es dann noch das hier. Das ist das Album. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich als erstes aufmachen, weil vielleicht wird uns da so ein bisschen was erklärt zu den kleinen Figürchen hier. Die gibt es wohl schon auch in anderen Ländern und die kommen jetzt halt ganz neu nach Deutschland. Und das ist die gleiche Firma, die auch die Super Zings gemacht haben. Eventuell kennt ihr die ja von Ben. Apropos, könnt gerne mal bei Ben Master Toys vorbeischauen. Ich blende das hier unten mal ganz kurz ein. Da hat er nämlich schon einige von den Super Zings geöffnet und die kommen wohl ziemlich gut an. Da kommt gerade auch schon wieder die neue Serie raus, aktuell im Handel. Ich glaube sogar Serie 3 ist das schon mittlerweile. Ich habe die selber noch nicht geöffnet, aber deswegen habe ich mir gedacht, das passt ja vielleicht ganz gut, wenn ich einfach mal die hier öffne und mal schaue, ob das auch so cool ist wie die Super Zings. Das Besondere an den Figuren ist, dass die irgendwie so Gesichter drin haben, die man rausnehmen kann und man kann das Gesicht dann umklappen. Also das heißt, sie haben irgendwie verschiedene Gesichtsausdrücke. Wahrscheinlich immer einen freundlichen und einen nicht freundlichen. Vielleicht auch was komplett anderes. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Kommt mir so ein bisschen vor, ja, nicht wie Emojis, sondern wie Emojis. Deswegen eigentlich passt der Name schon ganz gut dazu. Ich habe natürlich auch schon mal hier hinten für euch drauf geguckt. Hier können wir sehen, da sieht man ja immer den Preis, der sozusagen im Kiosk oder wo auch immer das verkauft werden soll. Weiß ja nicht genau, vielleicht wird das ja auch bei irgendwelchen Einkaufsläden oder sowas an der Kasse stehen. Könnte auch sein. Hier steht auf jeden Fall 1 Euro kostet eine so eine Tüte und ich finde, das ist absolut günstig. Jetzt mal im Vergleich zu den anderen Sachen, die man sich irgendwie so holen kann. Das hier scheint dann doch wieder noch was anderes zu sein. Also das kostet 2,99 Euro. Das ist aber auch so eine kleine Pappverpackung. Und ich weiß nicht, was da noch irgendwie zusätzlich drin. Also ich denke mal, da ist wahrscheinlich nur eine Figur und hier ist noch irgendwas anderes dabei. Und dieses Album bzw. Starterheft kostet 4,99 Euro. Na gut, dann schalte ich schon mal einfach runter und dann sehen wir hier nämlich schon mal das Heft und vielleicht ein paar weitere Infos, was man hier irgendwie noch wissen muss. Der Inhalt bei diesem Heft ist auf jeden Fall einmal dieses Moji Pops Album, was wir jetzt hier haben. Dann gibt es eine Glittergeschichte, einen Glitter Moji Pop, einen Moji Pop und einen Spezial Sticker. Ach genau, man kann so eine Glitzer, das habe ich irgendwo hier auf der Seite gesehen, man kann so einen glitzernden Emoji-Pop finden und der ist wohl selten. Mal wieder. Und hier haben wir noch irgendwas anderes dabei. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Bühne, die jetzt hier gerade auf dem Kopf steht. Ich mache das mal kurz auf. Okay, was kommt hier alles? Ah ja, das ist einmal eine von diesen Tüten, die wir auch bei diesem Display hier mit dabei haben. Ne? Guck mal, das ist das normale, ich sage jetzt mal normale Display, wo es halt eine Sammelfigur gibt. Das hier ist das Display, wo man irgendwas anderes bekommt, wo ich nicht genau weiß, was da noch alles drin ist. Das ist dieser kleine Pappkarton nochmal. Vielleicht ist ja auch sowas immer mit bei. Das kann natürlich auch sein. Komm, ich guck mal ganz kurz irgendwie hier rein. Einmal so überfliegen, was es da so drin gibt. Ah, okay, das sind natürlich die Sticker, die es hier dazu gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das... Oh, da hing mein Mikro irgendwie ins Bild. Hoppala. Mal wieder typisch. Nee, was ich sagen wollte, ich könnte mir vorstellen, dass das so die Gesichtsausdrücke gibt, die es zum Beispiel bei denen dazu gibt, bei diesen Moji Pops. Ich muss immer noch mal gucken, wie die heißen. Moji Pops. Das ist das kleine Inhaltsverzeichnis aus diesem Heftchen, aus diesem Album. Spannende und lustige Geschichten warten auf dich. Ja, genau. Und das ist ja schon ganz gut. In diesem Album erfährst du alles über die Moji Pops und kannst ihre Geheimnisse entdecken. Ah ja. Genau, danach habe ich doch vorhin gesucht. Das sind die verschiedenen Gesichtsausdrücke, die es gibt. Leider natürlich nicht auf Deutsch übersetzt. Das ist halt alles auf Englisch. Also Winky und Dazed. Das heißt so zwinkernd und dazed. Benommen. Angry und Yummy. Love and Joy. Funny and Kiss. Sad and Cool. Sleepy and Happy. Das sind die Emotionen, die man bekommen kann. Und ich denke mal, dass die wahrscheinlich halt immer irgendwie so zusammengehören. Also auf der Vorderseite das, auf der Rückseite das Gesicht. Und so kann man die dann reinsetzen und wieder rausnehmen. Okay. Hier gibt es noch ein paar weitere Beschreibungen, warum man wie was sein kann. Sleepy zum Beispiel, wenn der Wecker so früh klingelt. Oder Happy, wenn sie mit anderen Moji Pops spielen. Da gibt es halt überall nochmal eine kleine Beschreibung dazu. Ach so, und das ist ihre Art, miteinander zu sprechen. Das sind diese Sticker, glaube ich, diese Blasen. Also die haben keine richtige Sprache, sondern sprechen in solchen bunten Emoji-Blasen quasi miteinander. Unsere Geschichten, deine Abenteuer. Die Moji-Pops erzählen gerne Geschichten über das, was sie erlebt haben. Wie sollen diese Abenteuer enden? Oh, das ist eine coole Idee. Das heißt, man ist wieder angehalten mitzumachen. Also man bekommt sozusagen einen Anfang einer Geschichte und soll die Geschichte für sich selber zu Ende erzählen. Ich lese mal ganz kurz so ein Beispiel vor. Tails, also das ist, glaube ich, der Name von dem hier. Tails hat auf dem Meeresgrund einen riesigen Piratenschatz gefunden. Aber wo ist der Diamant der Meereskönigin? Das entscheidest du. Ich hätte ja die Geschichte eher so enden lassen. Aber warum wurde der Diamant der Meereskönigin gestohlen? Weil ich glaube, da kann man sich viel mehr noch zu einfallen lassen. Na, ich denke mal, das soll wahrscheinlich relativ einfach gehalten sein, sodass man halt irgendwie nicht großartig kompliziert sich noch was ausdenken muss. Aber ich finde es irgendwie ganz cool, wenn man wirklich noch so ein bisschen eine Anregung auch hat, was man sich da noch dazu einfallen lassen kann. Und ich weiß ja auch, dass ihr eigentlich sehr kreativ immer seid. Die Geschichte hier zum Beispiel finde ich ganz cool. The Roller Coaster.
also die Achterbahn. Da steht, Snuggles hat Riesenspaß auf der Achterbahn. Aber Chips ist eingeschlafen. Wie kann denn sowas sein? Da hätte ich mich auch gefragt, so ja, warum ist Chips eingeschlafen? Also was ist in der letzten Nacht passiert, dass Chips jetzt schläft in der Achterbahn? Obwohl das ja eigentlich so aufregend ist. Da muss man sich irgendeine haarsträubende Geschichte ausdenken, warum jetzt der Kleine eingeschlafen ist. Oder die Kleine, ich weiß nicht, ob es ein Mädchen ist, keine Ahnung. Wenn jetzt meine Kommentare noch funktionieren würden, würde ich euch anhalten, da eine richtig coole Geschichte dazu zu schreiben. Oh, vielleicht können wir das ja so machen, dass wir auf Instagram das irgendwie umlagern. Wer Lust hat, kann gerne mitmachen und kann zu dem Thema hier, das finde ich irgendwie voll cool, mit Snuggles und der Achterbahn, da die Geschichte sozusagen weiterspinnen. Was ist Chips passiert, dass der so unfassbar müde geworden ist, dass er sogar in der Achterbahn eingeschlafen ist? Ich verlinke euch mal hier meinen Instagram-Account. Da könnt ihr mir gerne folgen, wenn ihr Bock habt, irgendwie so ein bisschen immer mitzukriegen, was bei mir gerade los ist. Oder falls es mal wieder eine Verlosung gibt, dann werdet ihr natürlich auch da informiert. Nicht nur in meinem Video, sondern auch dort. Und falls ihr Lust habt, mitzumachen, könnt ihr das natürlich auch gerne dort machen, weil momentan funktioniert es ja leider nicht immer unter den Videos mit den Kommentaren. Manchmal ja, manchmal nein. Man weiß es nicht so genau. Oh mein Gott, es gibt Haustiere für die Moji Pops. Oh, wie süß. Die halten sich selber Haustiere? Also hier steht auf jeden Fall Pets und dann die Haustiere der Moji Pops sind süß und sehr verspielt. Sie brauchen viel Pflege und Aufmerksamkeit. Ach, das ist ja richtig cool. Das ist zum Beispiel hier Squitty. Das ist so eine Maus. Sie ist ganz besonders frech. Wenn du nicht aufpasst, klaut sie dir den Käse aus der Küche. Ah, okay. Das ist ja voll cool, dass es hier auch so kleine Tierchen gibt. Oh, ich will unbedingt Tiere finden. Ach so, es gibt verschiedene Arten von diesen Mojis. Die heißen Home und das sind so Dinge, die zu Hause vorkommen. Wie zum Beispiel das hier. Ich glaube, das ist ein Toaster. Dann haben wir ein Sofa, das heißt Sophia. Wie cool. Das ist ein Wecker, Tiki, Kühlschrank, eine Kaffeekanne oder Teekanne, besser gesagt. Und ein Kissen, Softie. Ah, voll die süße Idee. Dann gibt es Moji der Kategorie Nature, also Natur. Was soll das denn sein? Könnte das eine Sonne eventuell sein? Ja, Sunny, natürlich. Kaktus, ein Kaktus. Richtig cool, was ist das denn? Feuer und Wasser, Warum haben die denn verschiedene Farben? Verändern die auch noch die Farbe? Dann gibt es Emojis der Kategorie Travel, Flugzeug, Auto, Fotoapparat. Noch ein Flugzeug? Achso, das ist ja das. Schiff, Reisekoffer und einen Zug. Und auch alle voll die süßen Namen. Dann gibt es noch Music mit ganz vielen verschiedenen Musikinstrumenten. Ah, hier haben wir auch Noten. Nächste Kategorie wäre dann Food. Essen mit Schokolade, Cocktail, Pommes und sowas noch in der Art. Ich glaube, das sind noch nicht mal alle hier aufgezählt. Doch, es sind alle aufgezählt. Jetzt checke ich das. Es gibt immer zwei verschiedene von der Sorte. Also es gibt einmal die und einmal die. Weil sonst hätte man ja nicht Nummer 73 und 74. Ah, okay. Das ist Sport. Da gibt es auch alles mögliche. Irgendwie so ein Rollschuh oder ein Pokal, eine Wasserflasche. Oh, und das sind die Glitter. Das sind die Ultra-Rares. Von denen möchte ich unbedingt einen finden. Die sehen ja mal mega aus. Es gibt sogar ein kleines Einhorn. Das will ich haben. Oh, oder ein Drache. Da gibt es noch eine Rakete, ein Gespenst. Koala. Und ein Handy. Was? Ah, und hier kann man seine eigene Geschichte erschaffen mit den Emoji-Stickern, die wir hier drin hatten am Anfang. Dann kann man hier zum Beispiel verschiedene Gesichter aufkleben, welches man gerade haben will und kann dann hier so eine kleine Sprechblase nebenkleben. Nebenkleben. Wie jetzt hier sowas zum Beispiel. Da macht man einfach das hier dahin, diesen Sticker und macht dann daneben hier so ein Eis oder sowas, weil die halt einfach irgendwie Hunger hat auf Eis. Das finde ich auch ganz cool, wenn man den immer wieder abmachen könnte. Ich weiß nicht genau, ob das geht. Hier steht irgendwas, dass man seine Emoji-Pops verkleiden kann. Ich bin gerade noch etwas überfragt, wie das funktioniert, ob man einfach diese Sticker hier zum Beispiel sowas hier auf seine Emoji-Pops kleben kann. Naja, vielleicht werden wir da gleich noch ein bisschen schlauer, weil hier ist irgendwie sowas, dass man da was aufkleben kann. Was ist das denn hier? Sieht aus wie so eine Bühne. Ach so, Moment mal, vielleicht habe ich ja auch diese Bühne hier in diesen kleinen Pappkartons oder so drin. Hier gibt es noch so ein paar kleine süße Bilder zu den Emojis und ich glaube, man kann hier tatsächlich auch noch irgendwas dazu kaufen. Es sieht nämlich fast so aus, als würde es eine Spielumgebung dazu geben. Genauso wie auch hier. Ach so. So, dann kann man die anderen Sachen vielleicht auch noch dazu kaufen. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Hier zum Beispiel, das ist ja voll cool. Hä, wo kann man denn das? Wo kommt man denn das jetzt her? Vielleicht kommt das alles noch. Vielleicht sind das jetzt sozusagen die ersten Sachen, die es dazu gibt. Und dann kann man später noch das dazu kaufen. Vielleicht gibt es die auch schon, die Sachen. Sieht auf jeden Fall so aus, als würde es zu allem einen noch so einen Zusatz irgendwie geben. Hier steht irgendwas mit Ice Cream. I like movies. Dann gibt es nämlich hier ein kleines Kino. Oh, wie süß, mit kleinen Kinositzen. Boah, da hatte ich voll Bock drauf. Ja, das muss ich mal rausfinden, ob es da irgendwas noch weiter gibt. Hier finden wir ein kleines Rätsel, wo man Unterschiede finden muss. Ich sehe schon, hier fehlt nämlich eine Blase. Das mache ich jetzt natürlich nicht, weil sonst wird das ja langweilig. Falls ihr euch das holen solltet, da möchte ich natürlich jetzt nicht hier irgendwas spoilern oder so. Oder auch hier oder auch da nicht spoilern. Oh, hier sind die Lösungen, die gucken wir uns nicht an. Okay, gibt es nochmal Werbung für YouTube? Aha! Da, guck mal. Hier kann man auf jeden Fall irgendwelche Sammlungen bekommen, wo gleich mehrere mit dabei sind. Und das sind wohl kleine Bühnen da, die ich jetzt hier auch noch dabei habe. Und das sind die Sets, die man kaufen kann. Ah, okay. Ja gut, dann brauche ich ja gar nicht mehr nachgucken. Oh, und hier haben wir alle Emojis, die es gibt. Nicht Emojis, sondern Mojis. Ich denke aber mal, dass wir das wahrscheinlich auch in so einem Sammelzettel finden werden. Hoffe ich auf jeden Fall. Mein Gott, habe ich ganz schön lange dafür gebraucht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber es gab dann irgendwie doch so viel zu entdecken. Jetzt gucke ich erstmal, was das hier sein soll. Wir haben unseren ersten Moji. Und das ist der hier. Oh nein, eine
eine traurige Rakete. Warum ist sie denn traurig? Vielleicht, weil sie Abschied nehmen muss, weil sie bald ins Weltall fliegt. Und dann muss sie sich von ihren Freunden gerade verabschieden oder so. Boah, ich sehe gerade, das ist ja ein Glitzer-Emoji. Ach so, das ist der Glitzer-Emoji. Der Glitzer-Emoji meine ich natürlich. Der seltene. Wie kriege ich denn jetzt hier das Gesicht raus? Ach, guck mal. Okay, also das ist aus Gummi, deswegen. Man kann ihn richtig krass zusammendrücken und dann kann man ihn einfach rausnehmen. Ah, und jetzt wäre er zum Beispiel mega happy, weil, ne, so im Weltall ist es natürlich auch cool. Jetzt, wenn er ins Weltall dann fliegt, dann denkt er sich so, yay, endlich mache ich genau das, was ich machen soll. Und dann düst er ab ins Weltall mit Sonnenbrille, weil die Sonneneinstrahlung ist natürlich im Weltall ziemlich hoch, ja. Na, viel Spaß. Okay, was das hier sein soll, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so genau. Irgendwie scheint das so eine Bühne zu sein, da kann ich den dann draufstellen. Vielleicht können die hier da irgendwie miteinander spielen oder vielleicht ist das auch einfach so diese Unterhaltung. Also der sagt irgendwie, Rollschuh und dann sagt er so, Rollschuh und der sagt so, Pflaster. Guck, der hat wirklich ein Pflaster in der Hand, habe ich gerade gar nicht gesehen. Das ist sozusagen so eine ganz kleine Kurzgeschichte. Vielleicht finden wir jetzt hier noch einen Freund. Das wäre jetzt der erste Emoji, den ich richtig hier auspacke aus dieser anderen Verpackung, die wir normalerweise haben. Oh, es gibt gar keinen Sammelzettel dabei. Moment, das ist ja ein Ding. Das ist die Sonne und ich weiß, dass die Sonne Sunny heißt. Nee, guck mal, wir haben genau das gleiche hier. Das ist das gleiche Gesicht, aber es ist ein bisschen andere Farbe, ne? Das ist mehr grünlich als das hier. Man kann natürlich auch, wenn man will, die Gesichter durchtauschen. Die Sonne hat noch so eine kleine Wolke hier oben. Oh nein, auf der Seite ist er voll traurig. Vielleicht ist er traurig, dass er untergeht. Oder vielleicht ist der auch hingefallen und es hat sich verletzt oder so. Ah ja, schau mal, von hinten gibt es das auch nochmal. Hinten ist nochmal eine Sonne drauf und auch nochmal eine kleine Wolke unten. Habe ich den hier eigentlich umgedreht? Nee, ne? Der hat hier hinten irgendwie noch so ein Einstiegsloch. Und unten hat er noch so einen kleinen Standfuß. Ich glaube, weil er sonst nicht so gut stehen würde. Das sind jetzt die beiden, die ich hier gefunden habe in der Zeitung. Ich glaube, da sind immer verschiedene drin. Auf jeden Fall ja immer einer von den Glitzer-Emojis. Komm, dann gucke ich einfach mal hier so ein bisschen rein. Guck mal, was ich so finden werde. Und das nächste, was ich gleich aufmache, ist natürlich einmal dieses Ding da. Um zu wissen, was wir da noch finden können. Vielleicht gibt es da wieder was anderes. Ach, das war gerade so eine Extra-Tüte. Hier gibt es so einen Sammelzettel. Oh, das ist ja sehr gut. Okay, ich habe schon gedacht, es gibt keinen. Das hätte mich ein bisschen geärgert tatsächlich. Ne, wir haben direkt noch einen glitzernden. Was? Oh mein Gott, wie süß. Oh, wir haben das Telefon. Das Handy. Hier kann man einmal anrufen, ne? Boop. Anrufen. Gibt sogar zwei Schalter an der Seite. Und er glitzert halt überall. Hinten gibt es noch einen kleinen Stern drauf. Und der ist halt voll gummimäßig. Da muss ich noch mal kurz gucken, was jetzt hier vom Gesicht rauskommt. Oh, das ist aber mega angesäuert. Da hat vielleicht gerade jemand einen Klingelstreich gemacht bei dem und hat unnötigerweise angerufen und der saß vielleicht gerade auf dem Klo. Warum rufst du jetzt an? Ich kann nicht. Mal sehen, was es hier so gibt. Style up. Find the accessories in the blister photo pop. Wo gibt's Accessoires? Wo gibt's denn hier Accessoires? Ich bin verwirrt. Ach so, hier. Das ist so ein blister photo pop. Das gibt's auch noch mal extra zu kaufen. 4 Emoji-Pops. Ah, ich verstehe. Display Your Style. Ich glaube, das haben wir aber nicht. Also das heißt, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Es gibt halt so viele verschiedene Sets. Das ist erstmal ein bisschen verwirrend. Da muss man erstmal verstehen, was das hier überhaupt alles ist. Und ich glaube, das hier, dass man seinen Emoji so stylen kann, das gibt es halt eben hier in diesen Fotodingern. Weil die Brille, die wir jetzt da hatten, die gibt es ja eigentlich nicht wirklich. Also was heißt, die gibt es nicht wirklich, die passt halt nicht, weil das irgendwie zu klein ist dafür. Also die Brille ist zu groß für den, meine ich. Und wir haben jetzt den hier gefunden, den kleinen. Der heißt Ringy. Das ist sozusagen der letzte, den es gibt. Die Nummer 96. Aber ein seltener. Ich lasse das hier, glaube ich, mal geöffnet. Mal gucken, wen ich jetzt noch so finde. Komm, ich bin so neugierig. Ich möchte jetzt erstmal hier reingucken, weil das ja doch ein bisschen anders aussieht. Und irgendwas anderes muss ja hier noch mit dabei sein. Ah, ich glaube, das ist wirklich genau das, was wir jetzt hier auch schon in diesem Album mit dabei hatten. Also einmal so eine Bühne, wo man die halt draufstellen kann. Und es sind natürlich zwei mit dabei. Und eine Story noch. Okay, ich brauche mal ganz kurz Willi. Der muss mir hier ganz kurz was reinschneiden, damit ich es aufkriege. So, jetzt kann ich es öffnen. Hier oben. Und dann finden wir... Okay, das sind zwei Typen, die wahrscheinlich mit den Emojis hier gefüllt sind. Da gibt es einmal so ein Emoji-Herz und noch ein Emoji-Herz. Okay, dann ist das wahrscheinlich immer gleich. Und einmal diese Bühne. Ach, jetzt verstehe ich auch, was mit Geschichte gemeint war. Das ist ja das, was ich euch vorhin gezeigt habe. Also das Schiff hier, das sieht auf jeden Fall ziemlich wirr aus und es fährt auch ziemlich wirr durch die Gegend. Und irgendwie sagt es Ball. Warum auch immer das Schiff Ball sagt. Vielleicht jagt es einem Ball hinterher. Jetzt ist nur noch die Frage, wer gehört denn zur Geschichte dazu? Das ist wahrscheinlich auch immer verschieden, oder? Die sind bestimmt auch mal zufällig zusammengewürfelt. Okay, also wir haben einen Wecker, der offensichtlich in dieser Geschichte mitspielt. Nämlich den hier. Wie heißt der denn? Genau, der hier war das. Tiki und Nummer 18, also der rote. Ah, hinten hat er sogar ein kleines Batteriefach. Wie niedlich. Wechseln wir nochmal dein Gesicht. Oh, da ist hier auch wieder ein bisschen angesäuselt. Naja, kein Wunder, wenn man Wecker ist und dein Besitzer hat keinen Bock, dich auszustellen und du bist die ganze Zeit so am Dauerklingeln, so... Dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Wahrscheinlich ziemlich nervig für den armen Wecker. Aber was hat jetzt der Wecker mit dem Schiff zu tun? Ja, da kann man sich jetzt eine Geschichte ausdenken. Und vor allem, was hat diese Wolke mit dem Gewitter auch noch dazu tun? Die spielt ja irgendwie auch noch eine Rolle. Die ist gerade ziemlich gut gelaunt. Noch hat der Blitz also nicht eingeschlagen. Auf der Rückseite gibt es sogar einen Regenschirm. Ey, einen Regenschirm zum Mitnehmen. Juhu. Aber ich schätze mal, wenn man das Gesicht umdreht, ist er wahrscheinlich nicht mehr so glücklich, sondern... Oh, ich weiß nicht, was da passiert ist. Genau, das ist wahrscheinlich jetzt, nachdem der Blitz eingeschlagen ist. Weiß man nicht, ob ein Blitz in einer Wolke einschlagen kann. Eher unwahrscheinlich. Aber irgendwie hatte sie auf jeden Fall
Fall was damit zu tun. Mit dem Blitzeinschlag. Und die haben doch einen ähnlichen Gesichtsausdruck, die beiden hier. Das Schiff und die Wolke. Ja, jetzt müsst ihr euch eine Geschichte ausdenken. Was haben die hier mit der Geschichte zu tun? Die Wolke heißt übrigens Fluffy. Und wir haben die hier, die Nummer 32, die blaue. So, nächster Emoji. Vielleicht haben wir Glück und finden noch einen seltenen. Was? Nein, jetzt habe ich den gleichen. Nein. Oh, aber es ist ein anderes Gesicht dabei. Das heißt, es gibt immer zufällige Gesichter. Also die sind tatsächlich nicht immer gleich. Wie lustig, guck mal. Wir haben vorher den hier gehabt. Mit dem Gesicht. Jetzt gucke ich mal, was auf der Rückseite ist. Da wird ja auf der Rückseite... Oh, was ist denn nochmal auf der Rückseite immer? Das hatten wir doch irgendwo erklärt. Ach, der hat nur nette Gesichter. Wie cool. Guck mal, habe ich doch direkt eine Geschichte hier. Oh, wir haben zwei verliebte Raketen. Das ist so der coole Raketendraufgänger. Und sie ist so, oh mein Gott. Er ist so wunderschön, ich liebe ihn. Ja, okay, ich stell die mal zu ihm dazu. Ich glaube, die möchte gerne neben ihm stehen. Habe ich vorhin eigentlich gesagt, dass sie Rocky heißt? Nee, ne? Rocky heißt sie. Zwar nicht so geschrieben wie Rocky, aber nur mit K. Hört sich aber offensichtlich genauso an, oder? Nächste Tüte. Nächster Emoji. Ein neuer. Yay! Hä? Wo ist denn hier oben? Hä? Ach, da! Wir haben einen Rollschuh. Vor allem sind das halt keine Rollerblades oder sowas, sondern es sind richtig alte Rollschuhe. So wie die es irgendwie früher gab. Mit einem Stopper hier vorne noch dran, mit so einem dicken. Wobei, ich glaube, so Kinderrollschuhe können eventuell auch noch so aussehen, ne? Das Gesicht hatten wir, glaube ich, schon, ne? Dieses Zwinkern. Was war denn nochmal auf der Rückseite? Ach ja, genau, der hier war auf der Rückseite. Ja, bei einem Rollschuh kann dieser Gesichtsausdruck auf jeden Fall auch mal schnell passieren. Der ist ein bisschen zu viel Rollgeschuht, okay. So, den stelle ich mal zu den anderen. Noch mehr Emojis. Wieder ein... Oh nein, wir haben schon wieder einen glitzernden. Was? Mein Gott, was habe ich denn bitte für ein Glück? Was ist denn das für einer? Das sieht aus wie ein Tier. Gibt's hier ein Tier? Nein, ich dachte gerade schon, das ist das Unicorn. Aber es ist nicht das Unicorn. Nein, das ist der Koala. Oh mein Gott, wir haben einen Koala. Oh, was? Wie süß. Und auch noch so einen süßen. Das ist einer meiner Lieblings-Emojis. Also, wenn man den als Emoji sieht, meine ich. Ja, ihr wisst, den mit dem Kussmund, den... Voll cool, der ist auf der Rückseite auch richtig lustig. Oh, den mag ich ja, ne? Das ist cool, über den freue ich mich voll. Ein richtig cooler Glitzer-Koala-Emoji. Ich habe schon 8 und von den 8 habe ich insgesamt 4 glitzernde. Ich habe voll den Lauf hier. Ich mag ja gar nicht irgendwie weiter aufmachen, weil ich so Glück habe. Moment, ich lege euch mal die glitzernden hier hin. Ist das überhaupt ein Koala? Hier steht einfach nur Cola. Vielleicht ist er gar kein Koala. Meistens deutet ja der Name auf irgendwas hin, deswegen dachte ich irgendwie. Oder was soll das sonst sein? Könnte auch kein Koala sein. Ich habe hier noch eine Idee. Ha, ihr könnt ja nicht schreiben. Toll, ihr könnt ja Instagram schreiben. Ich kriege auch hin und wieder immer noch Nachrichten, so auch auf Instagram, zu meinen Videos. Das Problem ist immer nur, dass ich manchmal gar nicht weiß, so, hä, was genau war denn da jetzt? Was genau habe ich gemeint? Und dann ist es so, na toll. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, irgendwie richtig zuzuordnen, wozu der Kommentar gehört. Okay, wir haben hier auf jeden Fall die kleine Flamme, die habe ich ja vorhin auch schon gesehen. Die schläft gerade. Müssen wir mal ganz kurz wecken. Aufstehen! Ha! Oh, sie hat gut geträumt. Das freut mich doch. Eine sehr hübsche Flamme. Und das ist auch wieder ein neues Gesicht, was wir noch nicht hatten. Die Flamme gehört hier zu den Nature-Emojis und sie heißt Leo. Ich glaube, ich werde mal kurz zwischenzeitlich hier einen Brief aufmachen, nämlich den hier. Sehr süßes Briefpapier übrigens, mit den drei kleinen Welpen. Oh, ich glaube, das Postfach ist falsch. Ja, eigentlich habe ich 2013, 28. Ist trotzdem angekommen, offensichtlich. Man kennt mich schon. Oh, wie unangenehm. Also, wenn ihr vorne fett Zanzara draufschreibt, kommt der Brief trotzdem an. Das ist doch schon gut zu wissen. Ja, dann gucken wir doch mal. Hier ist noch irgendwas extra drin, irgendwas Kleines. Oh, was für ein süßes Briefpapier. Bitte beachte die Rechtschreibfehler nicht. Mache ich doch sowieso nicht. Sage ich doch jedes Mal. Wir sind hier nicht in der Schule und hier wird niemand bewertet, nachdem wie er schreibt. Also, hallo Zanzi. Ich heiße Anja und ich bin 12 Jahre alt. Ich schaue deine Videos schon sehr lange und bin ein Riesenfan von dir. Deine Katze ist so niedlich. Ich habe einen so großen Wunsch. Ich würde dich so gerne mal treffen und mit dir ein Video drehen. Oh, oh. Ich bin ein Riesenfan von LOL und hätte am liebsten alles davon. Ja, das ist immer so. Man kann leider nie alles haben. Das ist ja nicht normal, was ich hier immer habe. Ich gehe immer nicht gerne in die Schule, weil ich dort immer geärgert werde und mich keiner mag, außer meine beste Freundin. Oh, das ist echt schlimm, ne? Manchmal können Kinder echt richtig gemein sein und es ist aber richtig toll, dass du auf jeden Fall eine beste Freundin hast, weil das schon richtig viel wert ist, wenn man da immer jemanden hat, der hinter einem steht. Ich kann dir auf jeden Fall versprechen, dass das später anders wird, wenn man älter wird. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass die, die dich ärgern, wahrscheinlich genauso unsicher sind wie du, nur dass die halt lieber sozusagen den anderen ärgern, um nicht selbst geärgert zu werden. Das musst du dir immer sagen. Das hat eigentlich im Grunde nicht wirklich was persönlich mit dir zu tun, weil die kennen dich ja eigentlich gar nicht. Weil wenn die dich kennen würden, dann würden die dich wahrscheinlich auch mögen. Also du musst das versuchen, für dich so auszublenden und einfach so dich auf deine beste Freundin fokussieren und zu wissen, dass du trotzdem gut bist, egal wie dich die anderen irgendwie jetzt behandeln oder wie die dich sehen. Du musst so ein bisschen so an dir abprallen. Da musst du dir so ein Einhorn-Schutzschild irgendwie vorstellen und durch diesen Schutzschild, durch diese Blase kommt nichts durch, außer das, was du freiwillig gerne selber durchlässt. Hashtag fragt Zanzi. Kannst du mal Sachen von Topmodel auspacken und anmalen? Ist das schon interessant, einfach wenn ich mich hier hinsetze und einfach mal was anmale? Ich weiß ja nicht genau. Ich hätte immer nur gedacht, dass es vielleicht irgendwie langweilig ist für euch. Könnte ich natürlich mal machen und dann irgendwie ein bisschen was erzählen. Ich finde dich so lustig und liebe es, dass du immer so viel redest. So werden deine Videos nie langweilig. Ja, das ist ja Gott sei Dank mein Vorteil, ne? Dadurch werden sie aber leider auch ziemlich lang meistens.
ist. Also auf jeden Fall erstmal ganz liebe Grüße an dich, Anja, von hier aus. Und auch an deine beste Freundin, die offensichtlich sehr nett ist. Hier gibt es noch ein Bild. Oh, das ist auf jeden Fall auch wieder an Topmodel angelehnt. Ich sehe das immer schon direkt. Das ist immer so ein Malstil, den irgendwie ganz viele schon drauf haben. Zanzi steht hier. Ich hoffe, ich habe dich gut getroffen. Ja, bis auf das ich ja eigentlich blond bin. Hier habe ich mal braune Haare. Vielleicht sollte ich mal testen, wie ich mit braunen Haaren aussehe. Sieht das schon so aus wie braun? Bin ich jetzt schon mittlerweile schon so dunkel geworden, dass ich aussehe, als hätte ich braune Haare? Ah, der Sommer muss dringend wieder kommen. Brauche wieder Sonne. Vielen Dank auf jeden Fall für den süßen Brief. Und einen zweiten mache ich auf jeden Fall auch noch auf, weil ich habe ja... Huah, was kommt denn hier alles raus? Hilfe! Sternregen und irgendwas anderes noch. Ah, noch mehr Sterne. Bitte im Video aufmachen. Hä? Was ist denn da unten? Ich habe auf jeden Fall so viele Briefe, dass ich im Video immer zwischendurch mal wieder noch welche aufmachen muss. Ja, da reichen die Videos nicht, die ich jetzt nur für die Post drehe. Und die sind halt auch nicht bei jedem irgendwie so beliebt. Deswegen muss ich halt immer eine gute Mischung versuchen zu finden. Weiß nicht genau, ob ich das abmachen soll oder ob es nicht abmachen soll. Vielleicht gehört das auch. Vielleicht ist das auch einfach nur Deko. Ich lasse das mal lieber dran. Ich habe schon ein bisschen Angst, das jetzt aufzumachen, weil ich genau weiß, dass jetzt hier gleich ganz viel rausfliegen wird. Ganz viele Glitzersterne. Ich glaube, ich habe hier auf dem Sofa auch schon welche liegen. Ja. Das muss natürlich weg vom Sofa, weil sonst essen das nachher die Katzen. Das ist nicht gut. Oh, hier auch so ein kleines Herzchen. Hilfe! Nein! Oh mein Gott, ist das viel. Oh mein Gott, so viel Konfetti. Glitzerherzen und Sterne und so. Wow, und richtig viel Zeug, was noch selbst gebastelt ist. So, ich lasse das andere mal hier drin, weil sonst breitet sich das hier einfach auf meinem Tisch aus. Den lege ich mal kurz zur Seite. Ja, ein bisschen ist hier eh mit rausgekommen. Ganz viel selbstgebasteltes wieder. Guck mal, eine Eistüte. Mmh, lecker. Dann ein Regenbogenherz ausgeschnitten. Ja, ein Herz ausschneiden ist, glaube ich, ganz schön schwierig. Das habe ich noch nie gemacht. Dann gibt es noch ein Telefon. So ein richtig altes, mein Gott. Ich frage mich ja, wer kennt überhaupt noch solche Telefone? Wobei, so Kindertelefone sehen vielleicht manchmal sogar noch so aus, oder? So Spieltelefone. Das dürfte vielleicht ein Pfirsich sein. Dann haben wir noch ein paar Herzen, die auch ausgeschnitten wurden. Eigentlich wollte ich erst den Brief lesen, aber irgendwie habe ich gerade so viel hier in der Hand. With love. Oh, sind das Sticker? Ja, das sind, glaube ich, Sticker. Die sind sehr schön. Ach so, hier steht noch, die Sticker sind selbst gebastelt. Ah, ich glaube, du wolltest, genau, das sollen Sticker sein, die man sich sozusagen hinkleben kann. Also so selbst gebastelte Sticker. Und dann kann man die sogar aufkleben? Wahrscheinlich soll man die hier hinten einfach mit Kleber so irgendwo hinkleben. So war das, glaube ich, gemeint, ne? Sehr cool. Hier klebt auch überall Glitzerzeug dran. Das ist eigentlich ganz witzig. Dann schaue ich mal eben hier in den Brief rein. Jetzt, wo ich sowieso schon fast alles gezeigt habe. Wow. 6.1.2020. Okay. Liebe Zanzara, ich liebe dich und deine Videos so sehr. Ich freue mich immer, wenn du ein neues Video hochlädst. Meine Familie und ich fahren in den Osterferien auch nach Hamburg. Oh, ach echt? Dort gehen wir in das Musical König der Löwen. Oh, da war ich immer noch nicht. Meine Lieblingsserie von LOL ist die Hair Goals Serie. Außerdem wohne ich im Allgäu auf einem, was? Bier? Ach so, Bio. Katze, hä? Auf einem Bio-Bauernhof, wo Kühe und Katzen leben. Oh, cool. Ich finde dich toll und würde mich freuen, wenn du mich grüßen würdest. Viele liebe Grüße, deine Annika. Und ein Freundschaftsherz mit Du bist toll. Auf jeden Fall liebe Grüße auf den Bauernhof an dich, Annika. Das ist ja richtig cool. Ich glaube, das wünschen sich viele Kinder, mal auf dem Bauernhof zu leben. Das ist bestimmt sehr spannend, aber ich glaube auch sehr anstrengend, oder? Wenn man da immer ganz viel helfen muss. Aber mit so vielen Tieren zusammenleben ist bestimmt eine ganz, ganz tolle Erfahrung, kann ich mir vorstellen. Oh, hier gibt es noch eine Blume. Wo ist denn hier unten? Man weiß es nicht so genau. Sie hängt vielleicht so rum. Und hier sind noch zwei Sticker, nämlich Flower Power und ein Eis. Selbstgemachte Sticker, sehr cool. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, liebe Annika, für deinen schönen Brief, für das viele Selbstgebastelte und für die Deko auf meinem Tisch wieder. Und vielleicht sehen wir uns ja zufälligerweise in Hamburg. Man weiß es natürlich nicht. Hamburg ist ja ziemlich groß. Das heißt, da ist es schon relativ unwahrscheinlich, dass man sich mal so einfach zufällig trifft. Und ich bin ja auch nicht so viel draußen, vor allem auch nicht am Hafen, weil König der Löwen spielt ja relativ nah. Also, was heißt relativ nah? Das ist ja direkt am Hafen, wo das spielt. Und ich weiß ja auch nicht genau, wie lange du da bist, ob du noch sonst irgendwie was machst. Und ich weiß ja auch nicht genau, wann. Ach, du hast ja gesagt, genau, zu Ostern oder so. Wir wollten auf jeden Fall Anfang März ein YouTuber-Treffen machen, wieder in Hamburg, in der Stadt. Ich weiß gerade nicht genau, ob das am 6. oder am 7. ist. Und das ist auch relativ spät. Ich wollte mich da eigentlich einfach nur anschließen, weil es da einige gibt, die da halt sich treffen. Und ich weiß halt nicht genau, wie viele oder ob überhaupt jemand von euch da kommen will, weil wir das erst zu spät machen, erst um 18 Uhr. Und ja, mal gucken. Eigentlich müsste ich das ja jetzt schon mal bekannt geben, ne? Weil wenn ich jetzt ein Video drehe, das dauert ja auch so ein bisschen, bis man da irgendwie dann hinkommt. Also in Hamburg auf jeden Fall vor Saturn sollte das sein. Aber ich weiß eben gar nicht gerade genau, an welchem Tag das ist. Ich informiere euch auf jeden Fall nochmal. So, also wir hatten hier diese kleine Lok und auf der Seite ist sie traurig und auf der anderen Seite hat sie das hier wieder auf. Komm, wir lassen sie jetzt dieses Mal traurig sein, weil ich ja diese andere Emotion schon mal drin hatte. Deswegen mache ich das jetzt mal so. So, eine kleine Lok auf jeden Fall. Wie heißt die Lok? Travel wahrscheinlich, ne? Ja. Rails heißt sie. Stimmt, über die habe ich doch sogar was gelesen. Da gab es doch vorhin sogar eine kleine Geschichte. Vielleicht mache ich sogar nochmal einen von denen hier auf. Und ich beantworte vielleicht auch direkt nochmal eine #FragZanzi-Frage, nämlich von der Rahel. Die hatte unter meinem letzten Postvideo was geschrieben, weil da könnt ihr immer noch kommentieren. Und zwar hat mich die Rahel gefragt, ob ich gerne mal auf einem Bauernhof wohnen würde. Das passte nämlich gerade so gut zu dem Brief, den ich hier gerade geöffnet hatte. Ja, ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht, weil ich ja auch Tiere total gerne mag. Und halt auch immer dachte, oh, und da hätte man so viel Platz irgendwie für Tiere und sich da dann irgendwie so mit Alpakas oder
Lamas oder sowas auch zu beschäftigen, wäre mega cool. Und dann so eine richtige Pension irgendwie draus zu machen, das fände ich auch mega. Aber wie gesagt, es ist auch richtig viel Arbeit. Ach, Moment mal. Ich sehe gerade, dass hier noch was ganz anderes mit dabei ist. Moment, also von vorne. Erstmal, das hier ist die Geschichte. Irgendwas mit dem Wecker und dem Kissen. Und zwar machen die, glaube ich, eine Kissenschlacht. Wie witzig. Und das ist ihr Emoji, was sie hier gerade haben. Warum war denn bei dem anderen nur ein Schiff drauf? Das ist ja verwirrend. Ist hier jetzt noch was anderes? Ach so, guck mal. Das ist irgendwie nicht das gleiche, was wir bei dem anderen hatten. Treasure Hunt the Concert. Das sind auch irgendwelche kleinen Geschichten oder so. Oh nein, die Sonne ist traurig, weil ihr Eis runtergefallen ist. Wie gemein. Vielleicht ist ja im Kühlschrank noch mehr Eis. Hier könnte man so cool irgendwelche interaktiven Sachen mitmachen. Das ist so doof, dass das nicht mehr geht mit dem Kommentieren. Naja, egal. Mein Glitzer-Koala ist abgehauen, auch wenn es kein Koala ist. Und hier haben wir wieder zwei drin natürlich. Nämlich einmal ein Eis. Ach, das passt jetzt zu der Geschichte, die ich gerade eben schon hatte. Das Eis finde ich mega süß. Hat die denn da oben ein kleines Bonbon oder ist das eine Schleife? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall auch noch so ein paar kleine Sternchen drauf. Hat die einen kleinen Schwanz? Die Eiswaffel hat einen Schwanz? Was? Ist das gar keine Eiswaffel? Das ist doch eine Eiswaffel, oder? Oder ist das ein Mixer? Ich bin nur so verwundert, weil das hier irgendwie, das sieht so aus wie so ein Kabel oder so ein Schwanz oder so. Schwupp. Oh, und ein saures Gesicht mal wieder. Ich glaube, das habe ich nicht draußen, deswegen lasse ich das mal wieder drin. Ich will ja relativ viele Gesichter möglichst haben am Ende hier. Nein, du bist ja gar nicht glitzernd. Du musst woanders hin. Wobei, im Moment, du gehörst ja auf deine Bühne. Oh, nein, der ist glitzernd. Was? Hat man immer automatisch einen glitzernden? Oh mein Gott, ich habe den Drachen. Nein, Quatsch, nicht den Drachen, das Einhorn. Oh, noch besser. Ein Desi-Einhorn in glitzernd. Oh, wie schön. Was ist denn da oben? Ach so, das ist, glaube ich, so eine Tolle von der Mähne. Ach so, so ein kleines Schwänzchen hier sogar. Ein kleiner roter Schweif. Und es glitzert ja mal mega. Das war nochmal das andere Gesicht. Ah, der Zwinkernde. Ja, den will ich unbedingt haben hier bei dir. Und das Einhorn heißt Unifun oder Unifun. Wir haben, glaube ich, dieses hier. Das Große hier. Was heißt das Große? Das ist ja nicht größer als das andere. Aber die haben immer so ein bisschen eine andere Handstellung. Also sehen so ein bisschen anders aus. Naja, die Farbe ist natürlich auf jeden Fall unterschiedlich. Und unser fünfter glitzern da schon. Normalerweise würden jetzt die beiden eigentlich hier sitzen zusammen auf ihrer Szene. Jetzt wollte ich gerade noch einen Frag-Zanzi-Kommentar beantworten und stelle gerade fest, dass der Name gar nicht mit dabei steht. Da steht nur Team Shine, aber ich weiß nicht, wie du heißt. Deswegen kann ich dich leider nicht mit Namen grüßen. Aber du hast auf jeden Fall gefragt, wo meine Ananas und meine Avocado hier hinter mir her sind. Und manche wissen es vielleicht. Ich habe ein Video einmal dazu gedreht. Das war von themostcutest.de. Ich weiß nicht genau, ob ich dran denke, das zu verlinken. Der Titel war auf jeden Fall irgendwie sowas wie Kawaii-Paket. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war. Und da ist auf jeden Fall die Ananas her. Die Avocado habe ich damals geschenkt bekommen. Hat mich so gefreut, dass meine Avocado eine Freundin gekriegt hat, weil die halt immer so einsam hinter mir saß und ich finde, die beiden sind so mega süß. Und deswegen weiß ich gar nicht, wo die Avocado her ist. Ich weiß nur, wo die Ananas her ist. So, ich habe gerade mal nebenbei kurz das hier nochmal geöffnet. Kennen wir ja schon. Oh, eine Schneefahrt. Hä, was ist das denn? Gibt es den richtig? Den auf Skiern? Ich weiß gar nicht genau. Das ist ein Eis obendrauf. Was ist denn da passiert? Müssen wir gleich mal reingucken. Das ist natürlich nicht drin. Oh, schon wieder ein Glitzernden. Haben wir hier immer einen Glitzernden mit bei? Nein, wir haben genau den anderen dazu. Och, das ist ja süß. Der schläft. Ih, der sabbert im Schlaf. Oh, das habe ich auch mal gemacht. Das war irgendwie ein bisschen eklig. Ich nehme lieber die Seite, die ist irgendwie hübscher. Aber wenn er müde ist, dann kann ich den ja umdrehen. Quatsch, das ist gar nicht das Einhorn. Guck mal, von der Seite, das ist der Drache. Ich dachte, das ist das Einhorn. Nein, dabei ist das der hier. Der heißt Draxi, der Rote. Ach, wie witzig. Ich dachte, das sei der andere. Upsala. Ich meine, von vorne sieht es ein bisschen aus wie ein Horn, oder? Von der Seite dann nicht mehr. Krass, ey, so viele goldene. Also der gehört eigentlich hier drauf und dann nochmal einen hier drauf. Und zwar, oh, eine Schokolade. Wie lecker, wie cool. Die ist sogar schon angebissen. Der hat aber einen sehr kleinen Bissen nur genommen. Und hinten steht was? Irgendwas steht da drauf. Schoko. Ja, na gut, das passt natürlich. Komm, drehen wir das Gesicht hier nochmal um. Ach, das ist ja mit meinem Lieblingsding hier gewesen. Komm, den lasse ich nochmal drin. Wobei, ich glaube, den habe ich beim letzten Mal auch drin gelassen. Ach, egal. Okay, ich mache das jetzt einmal noch hier zum Gegenkontrollieren. Ich mache jetzt nochmal eins von denen hier auf. Einfach nur, weil ich wissen will, ob da immer ein Glitzer dabei ist. Ich glaube, da ist immer einer dabei. Wobei, ich meine, hier steht noch auf der Seite Find the Glitter Emoji Pops. Steht nicht mit drauf. Hier steht nur zwei Emoji Pops und eine Story. Also habe ich vielleicht wirklich einfach so mega Glück. Also wenn ich jetzt nochmal einen Glitzernden habe, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich entweder so mega krass viel Glück oder es sind immer Glitzernden dabei. Oder die Wahrscheinlichkeit ist einfach größer, dass man hier einen Glitzernden dabei hat. Das ist ja interessant. Ist ja nicht mehr die gleiche Geschichte mit drauf? Ach so, jetzt wird gar nicht die Geschichte natürlich gemeint. Ich bin schon wieder so ein Trottel. Ich meine natürlich das hier als Geschichte. Das ist quasi immer diese Kurzgeschichte. Die Wolke und die Blume sitzen da und essen zusammen einen Toast oder beziehungsweise sie frühstücken zusammen an einem schönen Sommermorgen. Das kann man sich natürlich immer so ein bisschen selber ausdenken. Das ist schon mal nicht glitzern, aber was Neues. Und zwar, nein, ich glaube, wir haben unser erstes, oder ist das ein Pet? Oh, ich habe noch gar kein Pet gehabt. Ja,
es ist ein Pet und es heißt Raffe oder Rafe. Ich denke, es ist eine Giraffe. Kann das sein? Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie eine Giraffe. Also das hier alles erinnert mich so stark an eine Giraffe. Hat natürlich jetzt keinen langen Hals, aber es könnte sein, dass das so angelehnt ist auf jeden Fall. Es ist ein Tierbaby. Das ist schon mal sehr, sehr süß. Und das ist wieder hier der freundliche. Sonst lassen wir mal das Tierbaby schlafen, weil Babys brauchen ja viel Schlaf. So, dann setzen wir dich hier zum Frühstück dazu und gucken mal, wer hier auf das Baby aufpasst. Vielleicht ein Glitzernder? Nein! Okay, das erste Mal kein Glitzernder. Oh, aber es ist ein Kissen. Wie cool, das Kissen passt auf das Baby auf. Oh. Bist du ein Pet-Aufpasser? Steht noch ZZZ auf dem Rücken. Das ist ja mal das Zeichen für Schlafen. Ach, und hier haben wir wieder das freche Gesicht. Das passt auch ganz gut zum Kissen. Ne? Das hat ja in dem letzten Ding hier, hat das ja eine Kissenschlacht gemacht. Mit der Schokolade. Nee, wer war da noch mit dabei? Ich weiß gar nicht, wer da mit dabei war. Nein, jetzt habe ich sie alle durcheinander gebracht. Naja, egal. Aber hier mit den beiden kann man sich jetzt eine Geschichte ausdenken, was jetzt hier so passiert. Mach doch mal einen von den normalen auf. Ich hätte irgendwie voll Lust, noch mal irgendwas anderes zu finden. Entweder noch mal ein Pet. Was habe ich denn jetzt noch gar nicht gehabt? Welche Kategorie? Ich glaube, Musik hatte ich noch nicht. Doch, warte mal. Ich bin ja voll daneben. Das ist keine Eiswaffel und ihr habt bestimmt schon wieder alle gedacht, oh mein Gott, Zanzi, du bist ja sowas von bescheuert. Aber ich habe es gemerkt. Es ist ein Mikrofon, weil ich habe schon gedacht, was ist das für ein komisches Ding? Es ist ein Mikrofon und deswegen hat es auch ein Kabel. Es ist nämlich Mickey. Das hier unten. Upsi. Es kommt davon, weil ich nicht geguckt habe, wie die heißen. Der hier zum Beispiel auch nicht. Yams heißt der Schokoladen-Man. Oder auch nicht Man, könnte auch eine Frau sein. Die hier. Ich habe irgendwie immer nur bei den Glitzernden geguckt. Und das hier ist natürlich hier. Softie. Yeah. Oh Mann, jetzt habe ich fast vergessen, dass hier noch einer drin war. Huch. Oh. Und das ist tatsächlich auch einer, der zu dieser Musiksache dazu gehört. Hier sind noch ein paar Noten vorne. Das ist nämlich Lala. Das habe ich vorhin schon gesehen, weil ich den Namen so witzig fand, habe ich mir den gemerkt. Der hier ganz unten in der Ecke. Lala. Und Lala ist mega schlecht drauf. Ist offensichtlich nicht sein Lieblingslied, was gerade abgespielt wird. Und jetzt ist Lala mega zufrieden, weil jetzt läuft nämlich doch wahrscheinlich die Lieblingsmusik. Hat einfach den Sender umgestellt. Also eigentlich würde ich gerade noch gerne viel mehr auspacken, noch weiter auspacken, aber es ist schon so viel Zeit wieder vergangen, weil ich schon wieder so lange gebraucht habe. Ich schätze mal, dass ich wahrscheinlich auch einiges weggeschnitten habe, aber trotzdem ist es schon wieder so viel und ich wollte das Video halt eben momentan alles nicht so lang lassen, weil ich ja gerade versuche, so ein bisschen mehr Zeit zu erarbeiten, dass ich mir mal frei nehmen kann. Und je länger das Video, desto mehr muss ich schneiden, deswegen muss ich halt immer so ein bisschen drauf achten aktuell. Ich gucke mal gerade, was hier so ein bisschen zusammenpasst, weil es gibt ja auch immer welche, die irgendwie ganz cool zusammenpassen. Wie jetzt zum Beispiel die beiden hier, die finde ich auch mega süß zusammen. Und da könnte ich natürlich noch sehr viel mehr zeigen. Also ich bin mal gespannt, wie das Video bei euch ankommt. Vielleicht ist es ja auch so ganz cool, so ein bisschen wie Super Zings für Mädels oder so. Ich sage ja immer, ich finde, es ist Quatsch, dass man sagt, das eine ist für Jungs, das andere ist für Mädchen. Leider ist es heutzutage trotzdem immer noch so, aber fühlt euch irgendwie trotzdem angesprochen, dass ihr auch Jungs Sachen gut finden könnt und Mädchen, nee, andersrum, und Jungs auch Mädchen Sachen gut finden können. Und wenn ich sehe, dass das hier viel Resonanz bringt oder vielleicht auch auf Instagram irgendwie viele Leute mitmachen, könnte man ja nochmal sowas drehen, vielleicht auch so ein bisschen Richtung Story-mäßig oder so, dass man sich da noch ein bisschen mehr ausdenkt, wenn man die Sachen auspackt. Oder vielleicht einfach auch noch viel mehr zeigt von denen, weil ich glaube, ich hatte nicht aus jeder Kategorie was. Oder doch? Doch, ich hatte aus jeder Kategorie habe ich was gehabt. Das ist ja cool. Na, immerhin. Guck mal, das ist ja schon mal gut. Da habe ich das auf jeden Fall schon mal abgedeckt, dass ihr wenigstens das einmal alles gesehen habt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr vielleicht benachrichtigt, vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie YouTube gerade Lust hat. Lust hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.